So, wenn da liegt noch einer. Hier immer schöne Radelle drehen, ne? Ja, auf jeden Fall, dieser Pfeil, der ist Gold wert. Noch, wie gesagt, immer wieder ungeahnt danke dem Brett vorm Kopf. Ja, der wusste, was er tat. Ja, da hat er mal obwohl er es nicht wusste. Kopf gehabt quasi. So, wenn ich das rausnehme, dann kommen wahrscheinlich noch ein paar Viecher, ne? Siehst du aber so nicht, die kommen einfach so dann vorne. Ja, dann muss ich dann dadurch. Dann musst du nochmal woanders hin, wo das Wasser ablassen kommst, da kannst du jetzt noch nicht ran. Achso. Ich kann erst in die Batterie. Nee, ich habe gedacht, dann, dass ich hier jetzt nochmal irgendwie schaue, nee, aber ich komme. Du musst einfach das abnehmen, dann geht der Strom aus, da kannst du das Wasser ablassen und dann gehst du rum. Aber da kommt halt auch noch gute Menge. Auch jetzt hier gleich? Wir müssen gleich über die Berge und Scheiß aufkommen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die alle verbrannt habe, so wie du, aber wir haben über 3 oder sowas, über 4, 5, 10 Fahrten. Kontrollpunkt wäre nett, aber das Leben ist ja nicht immer nett. Da. Steckt sich an der Wand fest. Ja. Einmal festgetackert. Das hat noch nicht mal gereicht. Ja, klar reicht das. Oh doch. Walk of Life gemacht. Ist auch schön, dass sie gar nichts hinterlassen, die Wichser. Ja, und es ist wichtig, dass man hier durchkommt durch die Stelle. Also ich glaube, mir war immer scheißegal, ob ich dafür irgendwas kriege oder nicht. Ja, nicht höre ein. Ja. So, ich mache mir noch mal 2. Ja, besser ist das. Ah, Mann, falscher Knopf. Seufzt. So, und da lass doch mal was machen. Nein, scheiß drauf, weg. Wir kommen hier noch mehr? Nee, ich will das im Abschnitt raus. Vielleicht kommen nämlich noch irgendwelche nach. Achso. Weil, ich keinen Bock drauf. Weil wenn du den langsamen Abschnitt nochmal gerne wiederholen willst. Nee, nee, nee. Nach unten hinter dem Ziel, ne? Jo. Das sah eben aus wie eine Falle. Mhm. Aber immer. Fallen da welche runter oder was? Mhm. Aber da kannst du dann in den Dach. Guck mal. Ah. Kann ich den abschießen? Ja, jetzt bin ich da nicht. Sollte ich das? Ja, aber brauchst du die Knifte nur zu mir. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, was kommt. Das wolltest du ja machen, ne? Ja, du machst aber das Elektriker-Rätsel, ich mache einen Kauf, Magnumschuss. Ich begnüge mich dann nur mit der kurzen Action, die ich hoffentlich beim ersten Mal überlebe. Oh. Da? Ja, ne? Ich weiß nicht, glaube ich. Ob es jetzt oben weitergeht, oder? Ja, eigentlich geht es, glaube ich, oben weiter. Hier gibt es gleich noch was. Ja, Explosivbolzen. Oh. Warte. So. Oh, cool. Das ist. Siehst du, dann habe ich doch. Wie als hätte ich's erahnt. Ja. Dass das Geld jetzt genau für die Magnum reicht.
irgendwie um 2000 Schuss plus. Schleim plus. So, ich kann das gerade nicht richtig einordnen, aber ich höre irgendwie so ein Krächzen leicht. Schätze mal da oben. Achso, hier komme ich wahrscheinlich auch gar nicht durch, ne? Das sind quasi nur noch Großräubern, Elektrorütze. Okay, da ist auch noch was. Ja, ich höre die liebliche Musik des Safe-Raums. Hier, ja, ja. Alter, Pistole sieht echt gut aus gerade. 42 Schuss kannst du was machen. Oh. Achso, das ist die Tür, die zugegangen ist. Okay. So. Darkensorn einsammeln. Boah, schön. Ja, wir. Alter! Ah, hier können wir nicht irgendwie, wir brauchen das Geld, scheiße. Oder nee, wir haben Schlüssel, vielleicht haben wir Geld. Wenn, für wie viel war das? 20.000 oder sowas? Dann könnte man auch erstmal das noch nehmen, weil dann könnte man ja 10 Schuss nehmen, ne? 10 Schuss mehr. Da ist noch ein Kartenfragment. Wir haben schon wieder keins übersehen. Alter, sind wir gut. Soll ich nochmal kurz abklappern oder gleich. Ich glaube, da war nur noch die Magnumschusszeichen, die Pistolen, die Schrotflintenschuss. So die Frage, ich kann doch nichts triggern hier, ne? Nee, noch nicht. Nee, du musst das Rätsel machen, damit du dann triggerst. Ja, das kommt auch neben sich hier. Weil er jetzt hier ein Checkpoint ja, gesetzt. Ja, geh zurück. Ja, nee, ich dachte nur, hier liegt noch was wegen. Scheiße, das ist im Arsch. Gut. Man soll immer das Glück besiegen, ein paar Kugeln nicht herausfordern. Ja. Wenn wir jetzt. Ich weiß nicht, haben wir Schlüssel gekriegt? Ja, ein oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Die Schlüssel, mit den Schlüsseln quasi, wenn wir jetzt da noch mehr Schleim kriegen. Mhm. Braucht die Macken noch mit 12.000. Mhm. Wegen der Pumps. Wenn du jetzt aber zum Beispiel nochmal 20.000. Wie viel kostet die Schrotflinte? Ich müsste lügen, aber ich glaube 20.000. Ja, also wenn wir nochmal irgendwie zweimal mehr Geld kriegen, das wäre natürlich der ultimative Wahnsinnszufall, dann könnten wir nämlich beides machen. Und ansonsten würde ich, auch wenn die Schuss wehtun, eher die Macken vorziehen, weil ich Angst vor Viech habe. Ups. So. Hey, wo ist ein Schnuppi-Pups? Keine Zeitung, nichts hier. Sieht aus wie Sau, kann ich mal sauber machen. Ja. Keiner mehr, der fegt hier. Ja, unglaublich. Wofür bezahle ich die eigentlich? Unglaublich. Okay, dann hoffen wir mal. Na. Ah, seufzt. Dann kann ich auch den einen hier noch mitnehmen, dann ist das Scheißfach zu. So. Schon Gel. Ja, was sagst du? Das, das oder das? Oben. Oben? Jo. Ja! Sehr schön. 15.000. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich wird es nicht ganz reichen. Aber mit Glück kannst du es ja nach dem. Gerade nochmal, bevor du den Mackenschuss nochmal holen. Da war noch den Mackenschuss nehmen einfach. Ja. Mit Glück kannst du ja auch, da oben waren. Ja. Aber das Elektro auch, beides. Dann brauche ich gar keine machen. Nehmen wir, wie viel Elektro wieder kannst. Ja, sind ja jetzt. Achso. Ne, sind noch welche drin. Im Fach. Oder geht nicht mehr. Geht nicht mehr? Nein. Mensch. Ach, seufz. Ja, so, wenn ich, was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich gar nicht, wenn du den Kampf geschafft hast, kannst du dann oben nochmal die Munition holen? Ja, ja, weil dann, nein, weil ich weiß nicht, ob er das Gebiet hinter dir dann absperrt. Ja. Frei bewegen kannst du dich danach im Boss noch, aber okay. Na, gucken wir mal, vielleicht haben wir ja Glück mit dem. So, das wäre, würde kosten 15.000 und das andere 12, ne? Dann würde es ja passen, wenn dir das reichen das sollte. Achso, 12, ja. Ja, siehste, passt doch. Gut, dann nehmen wir, ist die Magnum, ne? Jo. Das wolltest du auch haben. Jo. Zack. Das nächste wären 18, würde auch noch reichen. Das musst du jetzt sagen. Nee, danach Genauigkeit.
Mehr brauche ich nicht als drei, aber Genauigkeit bräuchte ich halt noch. Aber mach erstmal deine Schrotflintenkacke da oder was. Ja, kann ich ja dann noch. Wenn das jetzt 15.000 kostet, dann. 1.500 können wir noch. Ja, dann machen wir Schrot, zack. Dann mach mal Genauigkeit einmal. Also mach nur mit. Du bist auch eine Pistole. Jo. Oh, alter Schwede, das passt ja nicht. Ja, das nächste, das können wir dann nach dem Boss auch noch. Oder kannst du dann noch machen. Dann speichern wir jetzt mal, dann übergebe ich an den Shepard, der kann dann noch sich die Schrotmunition einsammeln. Dann hat er eigentlich munitionstechnisch eine ganz gute Karte. Muss ja dann sowieso nochmal die Magnum dann auf einen anderen Platz legen. Ne? Grausame Absichten, lieber speichern wir, weil wir möchten keine grausamen Absichten. Und dann übergebe ich. So Leute, dann kommt jetzt hier der Abschlussakt für heute. Wünscht mir da Glück, das ist nämlich... Das glaube ich sogar 4 Spritzen, ne? Ja. Ja. Dennoch, erstmal das hier einschalten. Oh, so. Und dann tun wir kurz die Magnum. Ist das? Nee. Das. 12 Schuss hast du. Ach, warte mal, das Rätsel kann Lucci gleich noch machen. Der ist da toll drin. Er hat das bei Resident Evil auch schon meisterhaft gelöst. Nee, ich darf den nicht dazu kommen lassen, dass kleine Gegner kommen. Okay, 25 Schuss für Schrotflinte noch. Ich überlege gerade, ob ich den Magnum... Nee, lass mal so, das muss klappen. Ich darf mich einfach nicht vor Hektik verdrücken, dann läuft's. Jo. Mhm. Brauchst ja keinen Ton für. Kannst du wieder rausnehmen, wenn du es falsch gemacht hast. Umsetzen mit X, ja. Ich glaube, rechts war noch ein. Ich glaube, rechts konntest du noch einen Teil rausnehmen. Also. Oder auch nicht. Ja, dann. Viel Spaß beim Drehen. Nee. Verdammt. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Ich glaube, guck mal, rechts, da ist, glaube ich, noch eine Schalttafel. Kannst du eventuell. Nee, oder? Ja, doch. Siehst du, das hat noch gefehlt. Da kann man das auch nicht lösen. Nee. Das ist richtig. Ach so. Ja, dann dreh mal die. Oder ich dreh die Kurbel, besser gesagt. Ja, gut, dann dreh ich mal die Kurbel. Oh. Nee, du. Nee, da, diese Kurbelmaschine musst du. Ja. Oh, warte, hier Fokus. Ja, eigentlich wollte ich es anders haben.
Der verkriecht sich irgendwo. Und der wirft, glaube ich, irgendwas. Deswegen, das wollte ich eigentlich vor. Autsch. Komm doch einfach runter. Ich will doch einfach nur gegen dich gewinnen. Ah! Oh. Ah. Ah ja, Mann, Alter, du hässliches Stück Scheiße. Alter! Nimm mal eine Spritze. Ja, ohne Strompfeile bist du hier aber angeschissen. Gib mir meinen TP-Schleim. Zum allerersten Mal. Kannst du mal rechts in den Raum? Hätten wir zurückgekommen? Ja, hätten wir sogar, siehst du. Der hier. Nee. Aber warte mal, irgendwo ist noch was aufgegangen. Hä? Ein Supply-Raum. Ich meine, das war so, dass du hier entweder nur den Lift aufmachen kannst oder noch irgendeinen Raum. Ich gehe nochmal da links um die Ecke, ob da irgendwo noch eine Tür ist. Weil das war so, wenn du alle Teile richtig einsetzt, dann könntest du nochmal eine Tür oder sowas. Oder das war da, wo der Hebel ist. Oder ich täusche mich einfach. Also habe ich noch nicht gesehen selber. Auf dem Klemmbrett mit den Sachen, wenn du darauf guckst, da steht ja einmal Lift. Ja. Einmal Supply. Supply heißt ja sowas wie Vorratsraum und dann einmal AUX. Und ich meine, wenn du alles richtig eingibst, dass die leuchten, dann kommst du in irgendeine Tür noch rein, wo es was gibt, aber. Ich müsste sonst schnell nochmal gucken. Ja gut, ich kann jetzt... Ja, oder dann ist halt so. Wir sind sowieso voll, also... Aber du kannst ja trotzdem mal nachgucken, weiß ich... Hinter dir da noch rechts auf der Seite. Nein, ich muss mal... Hier muss ich noch kurbeln, habe ich ganz vergessen. Achso, na dann geht die Tür vielleicht auf. Das wusste ich ja nicht, du wurdest ja gestört von dem Team. Nee, dann geht der Fahrstuhl richtig an, jetzt kann ich den Hebel benutzen. Jetzt kannst du aber die Tür aufmachen. Ja? Stimmt. Gott, da bin ich mal vorbeigelaufen, Alter. So viel hätte ich gar nicht gebraucht, Leute. Danke. Boah, Alter! Ja, da hätten wir noch einen Pistolenschuss gebraucht. Du hast doch schon wieder 11.000, 13.000, aber es reicht nicht. Da, nee, ist hier noch irgendwie vielleicht eine Statue? Oder? Nee, hier nicht, auf keinen Fall. Nee. Die Statuen habe ich alle. Ja, da wollen wir auch nicht zu nehmen. Okay, den kannte ich noch nicht. Den kannte ich noch nicht, das ist sehr auf. Wer wusste denn du das? Ich hab's nur gedacht, weil an dieser Klemmtafel ja einmal Lift stand, einmal AUX, wofür auch immer das ist, ja Sound und dann stand ja einmal Support. Und da du ja nur den Lift brauchst, hättest du ja, weil wir ja nur zwei Teile haben, ging das ja schon, dass du kurbelst, aber wir haben ja noch einen Teil gefunden. Deswegen hat mir das irgendwie. Ja gut, okay, da habe ich überhaupt, ganz ehrlich, da habe ich nie drüber nachgedacht. Gute Sache, schön. Aufmerksam gewesen. So, jetzt finden wir hier gleich noch eine Statue. Die ich bestimmt auch nicht übersehe. Genau. Kannst auch nicht so viel Pistole verschießen. Ja, ich könnte mein ganzes Magazin leer schießen. Ich glaube, wir werden so viel Pistolenmunition noch finden. Vielleicht sollten wir dann, wenn dir das an Schaden reicht, je nachdem, wie viel wir noch finden, auf dann Crit oder Schaden von der Pistole gehen und dann erstmal die Pistole verwenden. Ja. 57 Schuss. Also die, deswegen, bei mir ist eigentlich die Magnum für das hier wichtig gewesen. Jetzt, da ist nichts mehr, wo ich jetzt sagen würde, bräuchte ich zwingend eine Magnum.
Nee. Also. Ah, ist aber ich wäre je zwar nicht, wa? Ja. Ja, die letzte Zeit jetzt nicht so, aber. So, Basti, immer schön laufen und springen. Danke. Um Gottes Willen. Mein Junge, jetzt muss aber mal den Raum, das Dings beenden hier. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich kann das nicht raus? Ich kann dir damit auch. Gute Frage, aber ist mir eigentlich egal, weil ich habe so viel Schuss. Ja. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Wichtiger ist, was ich hier aufsammeln kann. Aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise getroffen. Den einen, den der gerade verbraucht ist. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Habe ich, glaube ich, schon. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. Ah, so. In der Tat. Und deswegen sind ja, so Schlüssel finden ist ganz hilfreich in so einem Spiel, ne? Wir? Wahrscheinlich ist das Spiel davon auch ausgegangen, bei dem Boss, den du eben gerade gemacht hast, weil du jedes Mal, wenn du ihn im Arsch geschossen hast, sechs Patronenhülsen aus dem Köter gepoltert hast, dass du den mit der Pistole platt machst. Ja, weil du nichts anderes mehr übrig hast. Also, ja. Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben? Willst du jetzt Mitleid von mir? Ja, okay, so. Also. War klar, ne? Ja, eben. Ja, 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 ich bin dabei. Joa! Nein! hat er leider nicht mehr gekriegt. Naja, 30 Schuss habe ich noch. Und plus die, die in der Waffe sind. Und Pistole finden wir eher am meisten von allem. Also von daher. Ja, da haben wir das Kapitel 14 noch überlebt und unser Ziel überschossen heute sogar. Und dann sind wir, glaube ich, nächstes Mal, wenn wir uns treffen, 2 Stunden noch, dann sind wir durch. Und dann kommen die DLCs vom Luigi. Ich nicht so drauf freue wegen Schleichen und Angst. Ja. Und nicht so gut. Ja. So, Wiedervereinigung, ja. Ja, dann sage ich tschüss. Ja, tschüss und dann bis zur nächsten Session und dann gibt's auch dann den heiß ersehnten Feierabend wahrscheinlich. Ja.